7 bitte öffnen. Los, vorwärts, Schiff. Du bist ein echter Held, was? Identifiziere Gefangenen 117. Schiff Helix. Glaubst du, du kannst mich brechen, Bulle? Ich war schon an finsteren Orten im Universum, wo dir vor Angst die Schrauben zittern würden. Die ewigen Gruben von Sordum, die eiserne Warte in Novalis, da... Sei gegrüßt, Frischling. Ich bin... Captain Quark. Ich glaube es nicht. Du bist hier. Ich habe davon geträumt, von dir verhaftet zu werden. Ach, hau doch ab. Ich meinte dich, Seth. Ja, Captain. Also, Frischling, ich nehme an, du weißt über meine vielen Abenteuer Bescheid. Selbstverständlich. Du bist der berühmteste Superheld der Galaxie. Jetzt ist er nicht mehr berühmt. Worte verletzen, Solitary Bill. Ich bin ein großer Fan. Ich kaufe mir sogar das neue Ratchet und Clank Hulu-Spiel. Das was? Du weißt schon, das Abenteuerspiel mit dir und diesem Lombax. Oh, du meinst wohl den Holo-Film. Ja, der ist ganz gut, wenn man auf Animationen steht. Nein, ich meine das Spiel. Es basiert auf dem Holo-Film. Schau, hier ist die Bestätigungsmail. Es wird per Mac-Express geliefert. Sie machen ein Spiel basierend auf einem Holo-Film über mein Leben? Und das ohne mich überhaupt zu fragen? Das ist meine Schuld. Ich bin zu lange weit weg von meinen Fans gewesen an diesem verlassenen Ort. Und jetzt hört wohl nie jemand meine Seite. Ich möchte deine Seite hören, Captain. Möchtest du? Na dann setz dich hin, achtsamer Verbrecher, und lausche der Geschichte. Alles begann mit einem glücklosen Lombax namens Ratchet. Wo willst du denn hin? Hey, Grim, du bist hier. Ich dachte, du bist auf dem Bazar wegen der Gravispulen. Mhm. Tja, ich bin hier. Ich bin immer hier. Dass du dich verkrümeln willst, hat nicht zufällig mit den Prüfungen der galaktischen Schutztruppen zu tun? Ich brauche nur eine Stunde. Komm schon, Grim. Hey, wir reden hier über die galaktischen Schutztruppen. Captain Quark wird da sein. Du gehst erst nach der Reparatur von Mr. Mekons Schiff. Und jetzt ran an die Bootkurbel. Das Schiff hebt sich nicht von alleine. Ran an die Boltkurbel. Na los! So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zur ersten Folge Ratchet & Clank. Mein Name ist Reedy McVan. Also, ich habe mir eine PlayStation 4 besorgt und ich wollte mit euch gerne Ratchet & Clank spielen. Avionik hinüber, Prozessor hinüber, sogar die verflixten Gravispulen sind hin. Oh, da hast du... Okay, mal sehen, ob die neuen Versa-Birnen funktionieren. Sieh nach oben. Siehst du da etwas blinken? Ja, die linke Seite sieht gut aus. Es ist ein Wunder. Jetzt zum Nachbrennerlicht. Schau nach unten. Siehst du etwas? Das Nachbrennerlicht unten links funktioniert. Vielleicht ist das Ding ja doch weltraumtauglich. Jetzt schau noch mal rechts. Der Nachbrenner unten rechts geht. Also, kann ich los? Ja, du kannst los. In den Nachrichten haben sie gesagt, die Prüfungen finden auf dem Festplatz statt. Zeig's ihnen, Jungchen. Also schön, schön so stürzte Platz. Sich Ratchet ins Abenteuer, in der Hoffnung, ein Mitglied der Schutztruppen zu werden. Ich verstehe trotzdem nicht, warum du das alles zurücklassen willst. Nette Leute, schöne Wüste, gegrillte Sandkröten, so viele man essen kann. Manche wissen wohl einfach nicht zu schätzen, was sie haben. Guten Morgen, Hüseli. Es ist 8 Uhr und heute wird so richtig heiß. So. Unsere erste Meldung ist leider traurig. Letzte Nacht gegen 20.13 Uhr wurde der Planet Tenemul anschließend von einer Supernova der Klasse 7 getroffen. Präsident Fionix sprach von einer tragischen Naturkatastrophe, doch führende Besserwisser haben ihre Zweifel. Damit haben wir in den letzten 3 Monaten 4 Planeten verloren. Ist hier etwa eine dunkle Macht am Werk? So, also...
für die Leute, die Ratchet & Clank noch nicht kennen, wir sind ein Lombax. So eine Art Katze, featuring Nagetier, keine Ahnung, so was wie ein Fuchs oder so. Und wir haben normalerweise auf dem Rücken einen Roboter, der heißt Clank. Und das ist einfach so eine Art Jump'n'Run-Spiel. Wir können halt mit Tick springen. Zweifach X ist Doppelsprung. Mit Viereck schlagen. Wir haben einen Omni-Schlüssel. Wenn wir L2-Taste gedrückt halten, können wir dadurch zielen. Und mit Viereck wirft ihr das wie so ein Boomerang. Noch können wir nicht viel mehr machen. Aber das werdet ihr noch sehen. Also bei Ratchet & Clank ist es so, man kann eigentlich alles, fast alles zerstören. Bis auf so Pflanzen oder so. Und es gibt dann halt Bolts. Das sind so Schrauben und Muttern. Das ist die Währung in dem Spiel. Dadurch können wir halt Munition für Waffen und neue Waffen kaufen. Aber im Moment haben wir noch keine Waffe. Hier ist die Karte. So, und wohin müssen wir? Begib dich zum Festplatz. Dahin müssen wir. Okay. Dann mal los. Also bei diesem Ratchet & Clank ist es so. Ratchet machte den Gegnern mit seinem treuen Omni-Schlüssel den Gar aus. Erledigt. Wir haben immer Captain Quark, der alles erstmal erzählt. Mal für Leute, die das noch nie gespielt haben. Also ich hatte Ratchet & Clank damals schon Teil 2, glaube ich, Teil 3 und Ratchet Gladiator hatte ich gespielt. Und hier ist das ein bisschen anders mit den Waffen. Um Waffen-Upgrades zu kriegen, um seine Gegner zu besiegen, muss man Holo-Karten sammeln. Eine bewährte Kämpfertradition ein, das Springen. Werdet ihr gleich noch sehen. Ratchet sah tödlicher Gefahr ins Auge. Betrat er die Schwelle des Todes, musste er Nanotech zur Heilung finden. Ich habe das Zeug mal nach einem Bandmob benutzt. Es hat glatt 3 von 5 Schussverletzungen geheilt. Wenn wir X drücken, macht er so einen Kopfbändenschlag. Max hat offensichtlich keinen Respekt vor öffentlichem Eigentum. Sieh nur, wie er die Kisten auseinander nimmt. Anmaßend. Vielleicht wollte er nur Bolts für neue Waffen ansparen, mit denen er die Galaxie beschützen kann. Hey, wer erzählt hier die Geschichte? Nachdem seine Gegner erledigt waren, zog Ratchet weiter. Sein Ziel? Also diese weißen Kisten hier, das ist Leben. Braun ist halt für Cash, Bares, Moneten, Mäuse, nennt es wie ihr wollt. Dann gibt es noch graue Kisten, das sind Waffenkisten. Also da ist Munition drin. So, wie seht ihr schon? Da, da ist schon Captain Quark. Schon bereit, bist du es? So, wir wollen ja Mitglied werden. Beziehungsweise erstmal Captain Quark kennenlernen. Hier spricht Cora Verolox. Zeig uns, wie flink du auf den Beinen bist, indem du über diese Hindernisse springst. Das machst du gut. Und jetzt weiter zum nächsten Teil des Parcours. Mitglieder der Schutztruppen achten immer auf ihre Umgebung. Hüpfe von einer beweglichen Plattform zur nächsten. Am besten Doppelsprung. Gut so, vielleicht bist du der Rekrut, nach dem wir suchen. Los, weiter zum nächsten Teil des Parcours. Ah, das ist schon eine Waffe. Ich bin Brax Lectros und ich bin spezialisiert auf hohe Kraft. Mal sehen, wie gut du diese Kisten zertrümmerst. Mein Gott, es geht. Hey, das war ziemlich gut. Weiter, Zeit, dass wir etwas Feuerkraft in die Hände bekommen. Hol dir einen Schmelzgranatenhandschuh von diesem Gadgeton-Händler. Mit Dreieck aktiviert man den Händler.
Ah, das ist die erste Waffe. Möchtest du die wirklich kaufen? Ja. Okay, so haben wir unsere erste Waffe. Mit L2 zielt man wieder. Man kann auch ohne zielen werfen, aber dann ist es ein bisschen random. Und das ist eine Munitionskiste. So. Mit Dreieck gedrückt halten wählt man die Waffen aus. Wir haben nur eine. Jetzt ziele ich erstmal. So. Zack, Schuss. Aber bei so kleinen Viechern ist es, glaube ich, besser. Die Axt. Ja, nicht Axt, sondern den Omnischlüssel zu benutzen. Ey, das ist schneller, aber hier können wir wieder Kreis drücken. Unsere Waffe einsetzen. So. Was cool ist, man kann auch in die Luft schießen. So. Na, hier kann man auch nochmal schießen. Und hier sieht man, das ist unsere erste Holo-Karte. Wow, eine Holo-Karte. Cool. Ja, sie sind schon ziemlich auffällig. Und durch die Optionstaste kann man uns jetzt angucken. Du hast gerade deine erste Holo-Karte gesammelt. Du bekommst einzelne Holo-Karten, wenn du Gegner besiegst. Oder erkunde geheime Bereiche und finde Pakete mit drei Karten. Dein Ziel ist ein kompletter Satz Holo-Karten. Paket öffnen. Wow. Der Satz ist vollständig cool. Vervollständigte Holo-Kartensätze sichern dir ewige Bewunderung von Sammlern in der gesamten Galaxie und einige Verbesserungen für deine Ausrüstung. Aber eigentlich geht es um den Respekt der Sammler. Ja, wir haben den Respekt bekommen. Also das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man direkt beim ersten Öffnen so einen kompletten Satz kriegt. Normalerweise ist es immer so, dass einer aus alten Spielen oder zwei aus alten Spielen vorhandenen Gegenstände, Waffen, Orte, Charakter oder so also beinhaltet, so ein Paket, also ein Dreierpaket und eins halt aus dem jetzigen Regent Clan. Und wenn man einen kompletten Satz hat, also drei Stück, dann kriegt man so einen Bonus an der Seite. Und wir kriegen, der Schaden, den der Omni-Schlüssel zufügt, steigt um 100%. Also wir machen doppelten Schaden mit unserem Schlüssel. So, hier kann man sich jetzt die Waffen angucken. Wir haben diese Waffen. Und hier sieht man, dass die erst auf Stufe 1 ist. Also hier kann man die Waffen verbessern. Und durch diese Holo-Karten, wenn wir jetzt... Ich gehe mal kurz zur Kartensammlung. Waffen. Wie heißt unsere? Schmelzgranate. Es gibt eine Kartensammlung für Schmelzgranaten. Wenn wir dann alle drei Karten haben, dann schalten wir hier an der Seite den Bonus frei. Und der Bonus für Waffen ist immer so ein Waffen-Upgrade. Das heißt, normale Waffen kann man bis Level 5 leveln. Aber wenn wir dann diesen Bonus haben, kann man die Waffe erneuern, so gesehen zu einer Omega-Vision verbessern, also so eine End-Vision, so eine Übervision. Und da kann man die Waffen auf Level, ich glaube auf Level 5, bis Level 5 war ja die Verbesserung und die Omega-Vision geht bis Level 8, glaube ich. Also bei den alten Teilen war das so zumindest. Komm schon, Ratchet. Du kannst das.